Erstmals seit mehreren Monaten hat Kanzler Scholz wieder ausführlich mit dem russischen Präsidenten telefoniert. Klimaschützer fordern 100 Milliarden Sondervermögen für den Klimaschutz. Und beim Deutschen Arbeitgebertag wird über Inflation und Energiekrise debattiert. Und damit herzlich willkommen zu Viertel nach Acht. Meine Gäste heute Abend sind die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Ulrike Gorot, die eine grundlegend neue Strategie für Europa fordert. Bild-Politikchef Jan Schäfer, sein Thema heute Abend, das Bürgergeld. Und die große Frage, lohnt sich die Arbeit in Deutschland eigentlich noch? Volkswirt Thilo Sarrazin, seine These, die Regierung hat sich bei ihren Entlastungspaketen völlig verzettelt. Last but not least, Publizistin Birgit Kelle, sie wird sich auch darüber echauffieren, aber besonders über die deutsche Energiepolitik sprechen. Und jetzt lassen Sie uns keine Zeit verlieren, wir wollen ja alle 5 Thesen heute hören und darüber diskutieren. Und deswegen starten wir jetzt direkt mit der These von Ulrike Gorot heute Abend. Ja, also ich bin hier, um erstmal zu sagen, dass ich sehr froh bin, dass Herr Scholz jetzt offensichtlich mit Herrn Putin mal wieder telefoniert hat. Also, dass wir jetzt eine Situation haben, wo jetzt doch auf Verhandlungen hoffentlich hingearbeitet wird. Weil wir stehen jetzt vor einem heißen Herbst, das wurde ja eben angesprochen. Die ganzen Themen liegen auf dem Tisch. Soziale Hilfen, Unterstützung, Panik, Energie, Industrie bricht ein. Und ich glaube, wir haben jetzt eigentlich folgende Situation. Entweder wir sagen, dieses ganze Kriegsgeschehen muss so weitergehen, aber wir federn dann die Konsequenzen ab. Oder wir sagen, wir müssen mal ganz grundsätzlich darüber nachdenken, was hier auf diesem Kontinent passiert. Und vor allen Dingen, was ist die europäische Rolle darin? Und dafür sitze ich hier, weil ich denke, wir müssen aufhören, auch diesen Krieg isoliert zu betrachten. Es geht jetzt um eine europäische große Strategie. Olaf Scholz war am 29. August in Prag, hat dort eine große Rede gemacht, hat gesagt, wir haben jetzt die Aufgabe, dass wir die EU-Erweiterung neu denken müssen. Es geht um das Beitrittsgesuch der Ukraine, aber auch um viele andere Staaten. Das heißt, wir haben eigentlich die Aufgabe vor uns, eine große Friedensordnung zu schaffen. Und dazu höre ich zu wenig in der Politik, sondern sehr viel Kleinteiliges, ja, immer nur diese kleinteiligen Lösungen hier und da. Und das macht mir deswegen Sorgen, weil ich komme ja aus der Europaforschung. Es geht ja nicht nur bei uns so. Auch in Frankreich, auch in Italien, auch in Prag, auch in Wien sind riesengroße Zehntausende Proteste am Start. Und die größte Sorge, die ich habe, ist, dass wir uns über diese Protestbewegungen auch noch als Europäer auseinanderdividieren und dass keiner mehr einen Plan hat, was wollen wir zusammen auf diesem Kontinent, welches Verhandlungsangebot unterbreiten wir und was ist eigentlich die europäische Idee für eine Friedensordnung? Ich sage das deswegen, letzter Satz, aber 1989 hatten wir eigentlich 2 Ziele, wenn wir uns kurz daran erinnern. 30 Jahre Maastrichter Vertrag, Ever Closer Union. Davon ist nichts mehr übrig geblieben eigentlich heute und wir wollten noch eine konföderale Friedensordnung eigentlich mit Russland. Auch die ist gerade sozusagen zerscherbelt. Das heißt, wir haben uns als Europäer meilenweit von den Zielen entfernt, einen friedlichen, prosperierenden Kontinent zu haben und machen jetzt eigentlich so Abwicklungsszenarien, die wir dann sozusagen in kleinteiligster Form irgendwie diskutieren. Und da würde ich eigentlich ein großes Plädoyer machen wollen für das große Denken und eine große europäische Strategie, wie wir jetzt damit umgehen. Ich würde hier direkt mal polemisch Herr Sarrazin fragen, schafft sich Europa ab, Herr Sarrazin? Ich sage mit Schiller, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Damit hat er das gesagt, was in der gegenwärtigen Lage angesagt ist. Alles ist klar mit Europa. Erst dann, wenn das Thema der Russland-Ukraine da erledigt ist. Zum Ersten muss völlig klar sein, dass Russland niemals mehr in der Lage sein wird, uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu bedrohen oder anzugreifen. Und dazu bedarf es eines Sieges der Ukraine. Und dann werden alle übrigen europäischen Fragen automatisch wieder auf die Tagesordnung kommen. Und davor ist es einfach aus meiner Sicht der Zeitverschwendung, sich mit ihnen zu befassen. Das heißt zusammengefasst, ein vereintes Europa gibt es nur, wenn die Ukraine gewinnt. Ja. Also ich würde noch mal gerne zumindest, ich glaube erstmal, dass, wenn ich das sagen darf, dass das ein ziemlich männliches Argument ist. Ja, diese Männerfantasie. Ich bin ein Mann, ja. Ja, genau, deswegen bin ich eine Frau, ja, aber diese Männerfantasie. Sie meinen Krieg und Frieden. Des militärischen Sieges, ja. Also wir haben jetzt verschiedene. Sie wecken gerade den Mann in Ihrem Vorführung. Wir haben jetzt verschiedene Wochen diskutiert mit großen Militärexperten, ja, ganz egal, ob Erich Fahrt, Johannes Warwick, wie auch immer. Alle Leute, Herr Kujat, die wir in diesem Land haben, die Militärexperten sagen, der militärische Sieg ist praktisch nicht zu erzielen. Das heißt, meine Frage ist, was wollen wir eigentlich an strategischen Zielen? Was die wollen wir als Europäer? Da wurde ja, ja gezeigt, die Ukraine hat jetzt wieder Boden erobert. Da wurde was eigentlich ist gezeigt, ein was für mich ganz wichtig ist, ist, dass wir hier in diesem Land und nicht nur in diesem Land 70 Jahre lang erzählt haben, Europa heißt nie wieder Krieg. Ja? Und jetzt haben wir die Fantasie, dass wir Europa über einen Krieg einen. Und ich würde das gerne einfach mal so als These da stehen lassen, dass ich glaube, als Europäer verrennen wir uns, wenn wir sagen, in einem Krieg einen wir Europa. Ich glaube, Europa steht
steht für Frieden. Das haben wir 70 Jahre lang erzählt. Es steht für Verhandlungen und es steht für eine Lösung, die auf jeden Fall, da können wir uns, glaube ich, umdrehen, wie wir wollen. Wir werden eine Kooperation mit Russland nach diesem Krieg irgendwie brauchen. Es ist nicht darstellbar, dass Europa abgetrennt ist von Russland, abgesehen davon, dass die Sanktionen nicht wirken. Das heißt, wir müssen uns hineindenken in den Kontinent danach. Und ich stelle noch mal die Frage, was ist das Europabild, das wir haben? Dass die Sanktionen gar nicht wirken, das kann man so hart nicht sagen. Aber zuerst befreit sich die Ukraine und dann kommen wir zu Ihrem Programm. Ja. Das ist meine Reihenfolge. Nein, aber gerade wenn Sie sagen, wir müssen ja tatsächlich eben über die Zeit nachdenken, ja, was ist nach dem Krieg oder was nicht ist genau sozusagen, was kommt was danach? Was wollen wir? Was wollen und das wir ist genau mein Problem, auch in der Frage, irgendwie, inwiefern können wir überhaupt Russland entgegenkommen und wie wird das verstanden in Russland? Sie sagen selber, 89 war das Ziel eine konföderale Friedensordnung, auch mit Russland. Diese Friedensordnung hat ja Russland gebrochen und nicht wir. Also der einzige Grund, warum Europa gerade neu über Frieden nachdenken muss und über die Frage, wie er zusammengehalten wird, ist ja, weil wir einen Nachbarn haben, der es eben nicht mit Frieden hält. Das heißt, wir haben einen Aggressor im Raum. Wenn Russland den Kriegszustand einstellt, haben wir morgen, brauchen wir gar nicht darüber sprechen. Wir sagen, Europa wird ja in dem Sinne nur, es gibt in Europa nur einen Aggressor gerade. So, wenn wir darüber nachdenken, was kommt danach, stelle ich mir eben die Frage und die stelle ich mir durchaus auch unter dem Aspekt, dass ich auch hinter dem eisernen Vorhang geboren bin und schon und sozusagen erst seit 84 in Deutschland bin. Und das heißt, gerade diese Grenzländer zu Russland stellen sich alle die Frage, was kommt danach? Wenn wir die Ukraine preisgeben, ist das nicht eine Ermutigung quasi für die Zeit danach? Jedes andere Grenzland, auch gerade die kleineren Grenzländer, die wissen, was es heißt, neben Russland zu leben. Und in meinen Augen gefährden wir den Frieden, wenn wir jetzt die Ukraine preisgeben. Ich rede überhaupt nicht von preisgeben. Ja, preisgeben ist überhaupt nicht mein Vokabular. Ich rede von einer Friedensordnung auf diesem Kontinent, die Europa einen soll und die perspektivisch in irgendeiner Form mit Russland zusammen wird funktionieren müssen. Aber Sie haben müssen, ein, ja? das Problem, und das muss man, glaube ich, sehen, und das ist ja das, was Sie eigentlich auch ansprechen, dass wir es mit beispielsweise einer Macht wie Russland zu tun haben, die sich gewissen Grundsätzen, demokratischen Grundsätzen einfach entzieht. Mhm. Und ich glaube, dann ist es gut, wenn der friedliche Teil, der demokratische Teil Europas für sich entscheidet, wir machen eine Friedensordnung beispielsweise. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass Europa jetzt enger wieder zusammenrückt, weil es einen äußeren Feind gibt, eine äußere Bedrohung. Und man feststellt, dass es doch in der Tat gemeinsame Werte gibt, die es gut ist, dass man sie gemeinsam lebt. Denn es ist immer wieder Zwang von außen gewesen, auch wenn man an die Gründung des Deutschen Reiches denkt. War es immer ein Zwang von außen, der dazu geführt hat, dass man sich eigentlich seiner Stärke... Ich möchte da noch mal reingehen. Also das sozusagen, was Sie sagen, lasse ich mal so stehen. Das könnte man sehr strittig stellen, aber das wollte ich eigentlich gar nicht diskutieren. Ja, also es hat eine Vorgeschichte bei diesem Krieg. Ja, wer hier der Aggressor ist, wer angefangen hat Der Angriffskrieg ist unstrittig, den Angriffskrig beklagen wir alle. Da müssen wir auch nicht nach Moskau hören. Genau. Das ist sowas von unstrittig. Ich sage es nochmal, es ist völlig unstrittig. Und trotzdem kann auch niemand negieren, dass dieser Krieg eine Vorgeschichte hat. Ja? Aber wohin ich möchte, ist, dass wir eine selbstschädigende Politik in Europa machen, die dazu führt, dass wir vor einem heißen Herbst stehen, und zwar mit Blick auf Niederlande, Frankreich, Italien und so weiter. Wir haben Protest in allen Ländern. Wir haben den Protest in Deutschland. Wir haben Unternehmer, die hier abwandern. Wir haben Inflation, Energie, heute erst haben sogar Unternehmer so demonstriert, was sehr selten der ist bei Unternehmern. Hier, Bäcker, DIHK in Dessau und so weiter. Das heißt, wir machen eine selbstschädigende Politik für dieses Land und für Europa. Das ist noch mein Gedanke. Nicht nur für uns, sondern auch für die Italiener, Franzosen und so weiter. Und die Gefahr, was meinen Sie genau damit jetzt, dass wir überall Windräder aufstellen oder was? Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir in soziale Zustände kommen, die wir vielleicht auch nicht mehr beherrschen, ja, und dass wir die dann gegeneinander auflösen und dass das, was wir eigentlich wollten, nämlich die Einigkeit über einen Krieg, dass das eine Illusion ist. Das ist meine These hier. Das heißt, ich glaube, das wird so erzählt. So wie Sie das aufnehmen, wird das so erzählt. Ja, wir haben jetzt die Werte in der Ukraine, das verteidigen wir. Aber was doch real hier am Start ist, ist, dass wir sich auflösende Gesellschaften haben, wo die Industrie schon in Panik ist, Ich finde, ehrlich gesagt, das sind für mich zwei Themen. Die Frage der Energiepolitik von Deutschland
und die Frage des Ukraine-Krieges sind eigentlich getrennte Themen. Die Energie, die verfälscht, die falsche Energiepolitik von Deutschland, die sich über ein Jahrzehnt schon anbahnt oder schon länger, wird gerade katalysiert durch diesen Ukraine-Krieg. Bin ich dabei. Ja, bin das ich heißt dabei. Aber diese Situation, also dass unser Wirtschaftsminister die letzten Atomkraftwerke abschalten will, mitten in der größten Dazu kommen Energie. Wir nachher noch. Ja, ich will nur sagen, wie soll ich sagen, das ist nicht die Schuld der Ukraine und auch nicht die Schuld von Putin, sondern das ist ein selbstgemachtes Problem. Und einen Teil dieser Probleme müssen wir sowieso völlig abgesondert vom Ukraine-Krieg behandeln. Bin ich auch dabei. Auch nicht, die hängen nicht unmittelbar miteinander zusammen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir eine Politik machen, die für Europa und diesen Kontinent kolossal selbstschädigend ist, und zwar für alle Gesellschaften Europas, sozial, energiepolitisch. Aber sagen Sie mal, welche Lösung hätten Sie? Die Lösung, die ich habe, ist, dass Europa, das 70 Jahre lang erzählt hat, es ist für Frieden, dass wir ein Friedensangebot machen, um es im Klartext zu sagen. Ich glaube, dass die amerikanischen und die europäischen Interessen in diesem Konflikt nicht kongruent sind und dass wir ein größeres Interesse an Friedensverhandlungen haben. Wir sollten als EU, Frau von der Leyen macht ja morgen eine große Grundsatzrede. Ich hoffe, dass Frau von der Leyen morgen in dieser großen... Schlimm. Bitte? Welchen Teil der Ukraine wollen Sie denn abtreten? Ich will überhaupt keinen Teil der Ukraine abtreten. Nicht abtreten gibt es auch keinen Frieden. Die Frage, was sind denn unsere Ziele in der Ukraine, frage ich Sie mal. Ja, also die Frage ist ja zum Beispiel, ist es jetzt ein militärisches Ziel, dass wir die Krim zurückerobern? Das ist ja ein realistisches Ziel, also was bisher noch keiner beantwortet hat. Es dringt jemand in Ihr Haus ein, besetzt das Erdgeschoss, ziehen sich im ersten Stock zurück. Nee, das sind keine Klischees. Wir spielen das einfach mal durch. Wir spielen das einfach mal durch und zwar für jeden verständlich. Genau so ist es. Wir spielen das mal durch. Sie ziehen sich in den ersten Stock Ihres Hauses. Wenn ich das einmal sage, aber bleiben wir doch mal ganz konkret. Sie ziehen sich in den ersten Stock zurück und jetzt sagen Sie, jetzt wollen wir. Ich möchte eine Wenn Sie sie kennen, ist interessant, dass Sie aber immer wieder die gleichen und die falschen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Was ich möchte, ist Frieden für die Ukraine. Was ich möchte, ist eine europäische Ukraine. Was ich möchte, ist ein Beitrittsgesuch für die Ukraine. Was ich möchte, ist, dass wir die Ukraine in einer Gesamtschau sehen mit den gesamten Gebieten, die zwischen Russland und Europa liegen. Es geht nicht nur um die Ukraine, es geht um Moldawien, es geht um Georgien, Armenien und so weiter. Was würden Sie anbieten? Die Diskussion da, wo sie steht, das geht gar nicht um mich, aber gucken Sie Mörsheimer, gucken Sie in die amerikanische Diskussion, ist die Frage Neutralität für die Ukraine. Und die Frage ist tatsächlich, warum ist das eigentlich nicht darstellbar? Weil die Ukraine das selbst bestimmen kann. Freies Land kann selbst bestimmen, das ist das Tolle, in diesem, wenn man ein freies Land ist und sich an demokratische Grundsätze hält, selbst zu sagen, ich möchte zu dem Bündnis gehören, beispielsweise zur NATO, vielleicht wollen die auch zu Russland gehören, dann ist das eine freie Entscheidung. Oder sie sagen, wir sind neutral. Dann müssen Sie akzeptieren, dass die Krim zu 90% im Referendum abgestimmt hat, zu Russland gehört. Das wollte ich nur sagen. Es gab ein Referendum in der Krim. Es gab eine einzige Abstimmung in der Krim. Das ist unter Ihrem Niveau. Das war ein gefälschtes Referendum nach einer gewaltsamen Eroberung der Krim. Wir wissen, wie der Wahlfälschung betrieben wurde. Das ist wirklich unter Ihrem Niveau. Also nein, aber das Ziel kann doch nur sein, Souveränität für die Ukraine. Weil wer sind wir denn eigentlich, dass wir jetzt über die Ukraine verhandeln und was die Ukraine haben darf, will das nicht. Sondern das einzig legitime Ziel in einem freien Europa, das ernst nimmt, Freiheit, Souveränität, Demokratie, ist doch, dass die Ukraine tatsächlich frei entscheiden kann, welche Zukunft sie haben möchte. Auch die Bevölkerung. Und wenn die alle abstimmen, in einer anständigen Abstimmung und sagen, sie wollen zu Russland gehören, von mir aus geht. Ja? Aber wir können doch nicht über ein Friedensprojekt Europa reden und gleichzeitig die Ukraine aufteilen. Frau Kelly, hier ist aber eine ganz spannende Frage, die ich gerne stellen würde. Wenn Sie jetzt sagen, Deutschland auch so haben da nichts mitzureden, dann müsste man ja die Frage zurückstellen, wie viel soll Deutschland denn dann riskieren für die Ukraine? Also man muss ja schon sagen, wir sollen Waffen schicken, wir machen Wirtschaftssanktionen. Das heißt, Deutschland hat ja dann schon sich eingemischt und dabei dann ja auch einen Anteil vielleicht dann auch mitzubestimmen bei den Verhandlungen, oder nicht? Mit diesem Argument müssen wir die NATO auflösen, weil dann kann man ja nirgendwo sich einmischen und kann niemanden mit einem befreundeten Nachbarland. Die Ukraine ist nicht Mitglied der NATO. Die Ukraine ist nicht Mitglied der NATO. Nein, aber ich sage nur, jedes Bündnis und jedes Gerede, ich meine, da können wir auch irgendwie jede Außenpolitik einstellen.
aber der Punkt, den ja viele anmerken, ist ja, dass die Ukraine nicht Mitglied ist. Das ist ja, ja der aber Punkt. Deutschland hat sich doch nicht eingemischt. Um Hilfe und bittet um Hilfe und wir geben ihnen die Hilfe. Das ist ja kein Einmischen, aber sondern wir helfen der Ukraine, weil die Ukraine uns geholfen, uns sind Sie dann dagegen, dass Scholz heute mit Putin telefoniert Nein, hat? Nein, ich finde, Reden ist immer wichtig. Die Frage ist, wie wir diesen Krieg so schnell wie möglich. Das kann man ja auch als Einmischen sehen. Indem die Ukraine siegt. Für mich ist die Frage, wie wir diesen Krieg so schnell wie möglich beenden, der kolossal selbstschädigend ist für Europa, energiepolitisch, politisch, sozial und strategisch. Unter Militärexperten eine ganz klare Meinung. Nein, unter Militärexperten, wenn Sie auf Herrn Kujat, Herrn Fahrt und so weiter gucken, gibt es überhaupt keine klare Meinung. Sondern dann sagt, die Ukraine hält keine 4 Wochen durch? Oder Kiew wird fallen direkt. Ja. Das war auch eine Ich bin kein Militärexperte. Ich will nur sagen, ich habe auch von Militärexperten jetzt im letzten halben Jahr eine ganze Menge gehört und vieles davon widerspricht sich. Das heißt, wir haben ja auch gesehen, dass auch Militärexperten nicht sozusagen hundertprozentige Prognosen geben. Deswegen habe ich mit dem Militär gar nicht argumentiert, sondern ich habe argumentiert, Europa ist ein Friedensprojekt und ich möchte, dass es das bleibt und ich möchte, dass von uns das Angebot ankommt. Und ich sage das nochmal, Sie können militärisch nichts gewinnen. Wir brauchen eine föderale Lösung auch für die Ukraine, weil auch ganz Europa föderal organisiert ist und wir werden das nicht ohne Russland hinbekommen. Das heißt, ich frage mich immer noch, in diesem Punkt werden wir heute keine Einigkeit mehr erzielen. Im Augenblick hatten wir hatten am 23. Februar abends hatten wir eine Europäische Union, die war unvollkommen, darüber haben sie sich ja oft geäußert und vielen von dem, was sie sagten, stimme ich zu. Die war unvollkommen mit einer offenen Zukunft. Und wir hatten ein der Russland, welches mit Krieg drohte, mit einem Überfall auf die Ukraine drohte und diesen Überfall auch tatsächlich vollzog. Und die Ukraine ist seit Ende 91 ein der souveräner, selbstständiger Staat, wo in einer Volksabstimmung 91 in einer also nicht getürkten Volksabstimmung 91% der ukrainischen Bürger gesagt haben, sie sind für die Unabhängigkeit, davon auch 58% in der Ukraine. Nein, in einer völlig freien Ukraine einer international kontrollierten Abstimmung, wo alle sagen, darauf war nichts gefälscht. Und an diesem der völkerrechtlich eindeutigen Zustand, der auch von Russland mit unterschrieben wurde im Unionsvertrag, an diesem völkerrechtlich eindeutigen Zustand hat Russland angegriffen durch eine einseitige Aggression auf die Ukraine im Jahr 2014. Herr Sarrazin, bevor wir jetzt die ganze Geschichte aufarbeiten, das schaffen wir heute nicht in der Sendung, würde ich sagen, wir kommen zu Ihrem Thema, weil in dem Thema werden wir keine Einigkeit mehr am Tisch heute erzielen, das ist ganz klar. Aber Europa muss raus aus der Selbstschädigung, das ist mein Punkt. Das letztlich ist es so, und damit sind wir jetzt beim Thema Selbstschädigung. Ja. Erstmal gebe ich Ihnen völlig recht, Frau Kehle, was in der deutschen Energiepolitik lief über die ganzen Jahre weg, war immer schon unverständlich und im Nachhinein wirkt es besonders absurd. Aber das ist jetzt vergossene Milch. Wir waren in dieser Situation. Da wäre jetzt nur die Frage gewesen, dass man gesagt hätte, okay, weil wir so abhängig sind von den Russen, beteiligen wir uns nicht an den Sanktionen. Zu den Sanktionen habe ich eine doppelte Meinung. Ich sage als Ökonom, sie können gar nicht wirken, damit werde ich gerade bestätigt. Als der Politiker oder als politisch denkender Mensch sage ich, wir hatten überhaupt keine Wahl, als die Sanktionen zu machen. Damit müssen wir jetzt durch, auch wenn es nachteilig ist. Ja, aber die Sanktionen helfen Russland und nicht Moment, uns. Moment, sie helfen Russland nur ganz kurzfristig. Denn Russland hat die Märkte im Westen auf die Dauer verloren. Der Euro fällt, der Rubel steigt, bitte, die Inflation bitte mich ist hier nicht in Russland. Bitte mich nicht unterbrechen. Es hat die Märkte auf Dauer verloren. Und wenn wir diesen Winter überstanden haben und den nächsten halben Sommer überstanden haben, dann werden wir auch eine neue Basis haben für unsere Energieversorgung ohne Russland. Allerdings eine teure Basis. Und das ist das Thema. Wir haben jetzt ein Problem in dieser Übergangszeit, die objektiv schwierig ist und auch fast unlösbar ist, weil man nicht weiß, ob das Gas am Ende reicht, ob der Strom reicht und so weiter. Da haben wir ein Thema, und da gebe ich Ihnen wiederum recht, wo wir schauen müssen, dass wir den Bürgern Sicherheit geben. Der Bürger, egal ob er jetzt ein der mittelständische Bäcker ist, wie er von Robert Habeck erwähnt wurde bei Maischberger, der muss natürlich, dass er eine Energie bezahlen wollen, wenn seine Brötchen bezahlbar sein müssen. Und die Rentnerin um die Ecke beim Bäcker muss in der Lage sein, die Brötchen zu kaufen, weil sie nicht von ihrer Gasrechnung erschlagen wird. Deshalb müssen wir, nachdem das so ist, wie es ist, müssen wir einfach als Staat sagen, wir
schaffen im Gas- und Strommarkt eine Preisaufsicht, eine staatliche Preisaufsicht, die es übrigens auch mal gab, das ist ja nichts Neues, die ist abgeschafft worden, die wird jetzt wieder eingeführt und das bedeutet, dass die Preise für die Unternehmen, vor allem für die mittelständischen Unternehmen und für den Normalverbraucher im Rahmen normaler Verbrauchsmengen eben nicht ins Ungemessene steigen können, sondern sagen wir mal im Verhältnis zur Zeit vor dem 24. Februar um vielleicht 20-30%. Herr Sarrazin, darf ich hier eine Verständnisfrage stellen? Ja, eine Verständnisfrage. Schwebt Ihnen jetzt hier beispielsweise das Modell wie in Großbritannien vor, was es dort seit 2019 gibt mit Blick auf die Energiepreise oder welches Modell würden Sie gerne umsetzen? Ich hänge nicht ab vom Modell, ich hänge ab am Ergebnis, nämlich dass die Rentnerin Meier, ja, die vielleicht 1100 Euro Rente bekommt, da hat sie schon viel. Und vielleicht 80 Euro Gasrechnung hat. Wir reden doch nicht von der Rentnerin. Wir reden von einer deutschen Industrie. Wir bleiben einmal bei dem Beispiel bei der Rentnerin. Ja, 1100 Euro. Dass sie nicht auf einmal 50 Euro mehr zahlen muss, was sie nämlich gar nicht kann mit allen ihren übrigen Kosten, sondern dass man sagt, hier lassen wir zu, bei den Verbrauchsmengen der vergangenen Jahres machen wir einen Aufschlag von 20% oder 15%, muss man gucken, was wir auch immer, und dann ist das gedeckelt. Und dann bekommt sie von ihren Stadtwerken auch nur diese Rechnung. Und die Stadtwerke müssen dann mit dem Staat abrechnen für die darin enthaltene Preissubvention. Das ist genau das, was ich kleinteilige Politik nenne, anstatt mal die großen Weichenstellungen. Wir bleiben aber bei der kleinteiligen Politik. Ich sage Ihnen mal, für die Rentnerin ist die Frage, ob sie 50 Euro mehr oder weniger zahlen, wichtiger als ihre ganze als große Politik. Ich möchte einmal, ich möchte hier einmal Jan Fischer. Jetzt komme ich noch zum Bäcker Müller. Herr Sarrazin, wir wollen alle Ihre Argumente hören, aber können wir einmal den Politik- und auch Wirtschaftschef der Bild einmal fragen nach einer sachlichen Einschätzung, wie dieses Modell umsetzbar überhaupt wäre? Nein, ich finde das sehr spannend, wie wir hier diskutieren und freue mich auch. Muss in Teilen zu dem auch zustimmen, was Sie gesagt haben, Herr Sarrazin. Ich glaube, dass der Preis ja, wissen Sie als Volkswirt ebenfalls noch viel besser wahrscheinlich als ich, ja ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus ist. Und das sage ich erstmal nur ganz generell. Preise sind immer wichtig und deswegen gibt es beispielsweise auch eine CO2-Umlage, ja mal eingeführt worden, damit der Energieverbrauch, der fossile Energieverbrauch teurer wird, in der Hoffnung, dass die Menschen ihren Verbrauch senken. So, jetzt haben wir eine dramatische Preissteigerung, vollkommen richtig. Und jetzt ist die Frage, wie begegnet man der am besten? Und da ist Ihr Modell sicherlich spannend. Ich fürchte nur, dass, wenn man es so macht, es extreme Kosten gibt, die ja am Ende wir alle als Steuerzahler irgendwie bezahlen müssen. Das heißt, die Frage ist, gehen wir an die Preise ran oder gibt es besser nicht direkte und dann auch stärkere und nicht mit der Gießkanne verteilte direkte Hilfen für die, die es wirklich nötig haben? Und dann mag es so sein, dass 300 Euro für einen Rentnerhaushalt oder einen Rentner nicht ausreichen. Vielleicht müssen es 1.000 sein, vielleicht müssen es auch 2.000 sein. Ich glaube bloß, dass dieser Preismechanismus im Prinzip ein ganz, ganz wichtiger ist. Und wir sehen immer wieder, wenn Preismechanismus ausgesetzt wird, beispielsweise in Berlin beim Thema Mieten, Mietpreisdeckel, dann passiert Folgendes: Der Markt gerät aus den Fugen. Und zwar anders, als es die Sozialisten wollen. Es werden nicht mehr Wohnungen gebaut, es werden interessanterweise, was gar kein Wunder ist, weniger Wohnungen gebaut. Deswegen plädiere ich immer dafür, vielleicht sind Sie auch dran, den Preismechanismus möglichst zu halten und dann zu gucken, und was kann man zusätzlich an Hilfen geben an Menschen oder vielleicht auch Firmen, ganz wichtig, die es ganz dringend nötig haben. Ich gebe Ihnen da eigentlich recht, was den Preismechanismus angeht, im Prinzip. Das freut mich. Bloß, das ist jetzt keine Frage des Prinzips, sondern ich sage ja auch, also der 20-30% Preisanstieg, den müssen alle tragen. Und wir müssen schauen, wo wird denn der reale Öl, der reale Gas und der Strompreis liegen, wenn das Ganze hinter uns liegt, in meinetwegen 24 Monaten. Wenn wir uns nicht irgendwas einbilden, wo es dann hinter uns liegt. Er wird dann irgendwo höher sein als heute, aber auch nicht irgendwo im Himmel. Und auf diesen Preis muss man jetzt mittelfristig zielen. Und da muss man jetzt den Bäcker, der für seinen Backofen wahrscheinlich im Monat 2000 Euro bisher zahlt für das Gas. Anstatt mal über andere Menschen zu reden, würde ich einmal fragen, Frau Keller, haben Sie denn eigentlich schon Ihre Gasabrechnung bekommen?
Ich habe bei mir ist noch spannend, weil ich über die Stadtwerke eigentlich einen langfristigen Vertrag habe und wir aber alle nicht wissen, ob der halten wird oder ob die Stadtwerke noch ein Schlupfloch finden, um auch langfristige Verträge zu killen. Das heißt, im Moment geht es noch, aber das ist ja die Ausnahme. Also um mich herum kenne ich nur Menschen, wo es sich erhöht hat, wo es sich auch dramatisch erhöht hat. So. Und ich denke, wir müssen eher, wie ich sage, in meinen Augen müssen wir trennen zwischen dem, was kurzfristig getan werden muss, um die Menschen über den Winter zu bekommen, die überhaupt nichts dafür können, für das, was gerade passiert. Was mir aber viel wichtiger wäre, ist eine langfristige Perspektive. Genau. Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, ja gut, irgendwie das kriegen wir jetzt hin, das nächste halbe Jahr. Aber was ist dann, wenn das der Preis bleiben soll? Das geht nicht. Und so, das geht eben ganz und gar nicht. Und da fehlt mir eben, deswegen sage ich, wir brauchen endlich eine grüne Kernschmelze. Weil das, was die Grünen, wir müssen die grüne dazu Politik kommen wir wirklich nachher noch. Runter. Ja. Wir müssen sie runter. Aber das Problem ist, es gehört eigentlich hier rein. Mhm. Weil wir reden sozusagen, wir reden eigentlich immer am Thema vorbei. Wir brauchen eine ganz eigene, autarke Energieversorgung auch für Deutschland. Und wir haben 10 Jahre lang, haben die Politiker sich selber belogen und ihr Volk auch, indem es hieß, wir könnten aus der Atomkraft aussteigen, wir könnten dieses Land mit Windrädern und Solardächern bewirtschaften. Und jetzt haben wir das Problem. Das heißt, nicht einmal die Abhängigkeit von freundlichen Nachbarn. Frau Kelly, wir fangen jetzt mit Ihrer These an. Ja. Sie haben recht, die wollen Sie jetzt machen. Das dürfen Sie jetzt machen. Das passt nämlich genau da rein, weil das einfach, das Problem ist doch, dass wir keine realistischen Ausweg haben, weil wir gesperrt werden von einer grünen Politik, die sich nicht eingestehen will, dass ihr Gründungsmythos, wir steigen aus der Atomkraft aus, dass der sich erledigt hat und dass wir nicht aussteigen müssen, sondern 20 Atomkraftwerke bauen müssten. Der Mythos war auch Frieden. Und jetzt haben wir einen grünen Wirtschaftsminister, der aus wahltaktischen Gründen sogar ein Kraftwerk irgendwie jetzt sofort irgendwie runternehmen wir irgendwie. Und man will partout nicht aussprechen, nicht einmal die drei, die wir haben, will man uns lassen. Und das sind einfach Dinge, wir riskieren hier gerade den Wohlstand, den mehrere Generationen. Aber das habe ich doch eben angesprochen. Sie sind ja hellseherisch. Dass Sie schon wussten, was Frau Kelly sagt. Riskieren wir gerade, einfach nur, weil die Grünen nicht einsehen wollen. Man muss die Dinge wirklich unterscheiden. Man muss unterscheiden, wo geht man hin in 5 bis 10 Jahren. Da haben Sie recht. Ich bin auch immer für Kernkraft gewesen. So, dass der eine Punkt, der andere Punkt ist. Warum sind Sie immer dafür gewesen, Herr Sarrazin? Im Augenblick, also da merkt ihr, die nicht funktionieren und die für die breite Schichten der Bevölkerung und für breite Schichten der Wirtschaft zu gänzlich unakzeptablen Zuständen führen, mit dem Verlust von Arbeitsplätzen und so weiter. Und dies müssen wir kurzfristig durchaus aus teilweise der britische Weg jetzt untertunneln durch eine Preisbindung, die dazu führt, dass der Preisspitzen abgeschnitten werden und für die muss der Staat aufkommen. Aber Herr Sarrazin, darf ich noch einen Satz. Insgesamt ist die augenblickliche Lage, kostet die Deutschland, was jetzt Energieimporte angeht, 100 Milliarden Euro mehr als vor einem Jahr, jetzt auf Jahresbasis gerechnet. Wenn wir jetzt von diesen 100 Milliarden Mehrkosten 50 Milliarden dafür aufwenden, aus Staatskassen, dass die Mittelstand, dass den Normalverbrauchern bei ihren Energierechnungen in dem Sinne geholfen wird, dass die nicht ins Ungemessene steigen. Dann ist das gut angelegtes Geld. Dann ist das gut angelegtes Geld, denn da muss kein Herr Sarrazin, muss ich aber jetzt doch mal eine Frage reinmachen. Lieber Guru, ich muss eine Rückfrage zu Herr Sarrazin einmal stellen. Und zwar, es wird ja jetzt immer, bevor jetzt hier die Atomkraft als das Allheilmittel dargestellt wird und vor dem Ukraine-Krieg waren wir so toll, was Energie betrifft, oder vor Frau Merkel. Wir hatten ja noch nie einen Wettbewerbsvorteil in Deutschland, was Energie betrifft. Also es ist ja wie so ein Märchen, was immer erzählt wird. Das war ja genau, aber das war auch nicht, Frau Merkel das ja damals, wir waren damals auch weder was Energie noch was Gas betrifft. Ja, aber können wir nur den Punkt machen, Frau Merkel. Wir hatten nie einen wirklichen Wettbewerbsvorteil. Ich gebe Ihnen da völlig recht. Genau. Ich habe auch nie behauptet, dass wir hatten noch nie einen Wettbewerbsvorteil. Und wenn wir jetzt sagen, mit der Atomkraft jedes Mal, Atomkraft, das ist ja ein Märchen, dass das preisgünstig wäre. Es ist ja ein Märchen, es ist ja auch teuer. Und mit der Atomkraft machen wir uns ja auch abhängig. Das ist ja keine komplett unabhängige jetzt lassen Sache. Jetzt lass uns aber doch mal die Dinge trennen. Ich bin noch bei der anderen Sache, denn das, was ich als Problem sehe, ist, dass viele mittelständische Unternehmen Märkte verlieren, dass sie Schwierigkeiten haben, wenn sie diese Preise zahlen müssen, und zwar in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren. Und dass das ähnlich geht für viele Verbraucher. Und wir würden die soziale Situation entspannen bei den Verbrauchern und wir würden die wirtschaftliche Situation entspannen bei den Unternehmen. Aber wenn beschaffen der Staat, Bedarf doch wenn gar der, nicht abzudecken der, mit rein. Nein, wenn der Staat sagt, ich bin jetzt hier ein gewisser Preisgarant und wir führen mal
die der Preisaufsicht, die wir ja immer schon früher hatten, fügen wir mal wieder in einem gewissen Umfang ein. Und dann könnte sich die Politik in Ruhe darüber streiten, ob sie die der langfristigen Energielücken durch 30.000 Windräder auffüllt oder ob sie LNG aus Katar holt oder ob ihnen was völlig Neues einfällt oder ob wir doch, darüber kann sich die Politik oder ohne Ende streiten, aber erstmal muss die Wirtschaft und müssen die Verbraucher in gewissem Sinne sicher sein. Ich habe nicht zudem genau behauptet, dass wir besonders preisgünstige Energie hätten. Wir konnten uns sogar, weil wir also gute Produkte haben, teure Energie leisten. Aber irgendwo muss ja mal eine Grenze sein für den normalen Unternehmen. Gehen Sie denn mit bei dem Preiskonzept? Ich gehe teilweise mit bei dem Preiskonzept. Herr Lindner wird sich freuen. Ja, ich finde, für den liberalen Wirtschaftsminister, den wir haben, wird er sich besonders freuen, wenn er ständig... Aber Herr Lindner ist doch Finanzminister. So, Herr Lindner als Finanzminister wird sich freuen, als liberaler Finanzminister ständig Staatsbeihilfen zu geben. Aber mein eigentlicher Punkt ist, wir haben doch zwei Möglichkeiten, das zu lösen. Sie reden von den Rentnerinnen und allen Bürgern, die betroffen sind. Ich bin die Erste, die dabei ist, dass das, was auf uns zukommt, wahrscheinlich noch keiner richtig ermessen kann. Noch keiner. Ja? Wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen noch nicht mal, ob dieser Konflikt entgleist. Wir wissen noch nicht mal, ob die NATO in diesen Konflikt geht. Wir wissen nicht, ob es 3 oder 4 Monate dauert. Wir wissen gar nichts. Konflikt, aber ja? Da reden wir jetzt so. Nicht mehr aber über das, was ich damit sage, ist, dass... Genau, so. Ja, aber das ist doch wichtig. Aber Sie wollen die NATO. Der Konflikt dauert, desto mehr wird diese soziale, energiepolitische Krise sich zuspitzen. Und ja, wir wissen nicht, wie die Bevölkerung reagiert. Und ich rede nicht nur von Deutschland, sondern auch von Frankreich, Italien und vielen anderen mehr. Und die einzige Frage ist doch, wollen wir eine Politik akzeptieren, die langfristig, und das sehen wir doch jetzt, alle wirtschaftlichen Basisdaten gehen darauf hinaus, dass wir eigentlich eine Deindustrialisierung hier am Start haben. Die Industrien machen schon zu, gehen weg. Nein, gehen in die Türkei, gehen in den Osten. Das kann doch ein Land wie Deutschland nicht verkraften. Wir lassen einmal ausreden, Frau Groß, und da ist doch nicht die Perspektive, dass wir sagen, wir halten das jetzt irgendwie 6 Monate durch, weil niemand weiß, was in 6 Monaten ist, sondern dass wir sagen, wir hätten ja vielleicht noch eine andere Lösung. Wir gucken uns mal an, wie kommen wir aus diesem Krieg raus über Verhandlungen und mit einer realpolitischen Einleitung. Jetzt kommt der Ökonom Sarrazin. Nach der Russland hat seine letzte Karte ausgespielt, indem es einfach die Gaslieferungen eingestellt hat. Mehr als einstellen geht nicht. Wir werden uns in einem Jahr eingestellt haben auf eine Energiepolitik ohne russisches Öl und ohne russisches Gas. Und da sind wir auch schon zur Hälfte durch. Und das auf diesen Punkt müssen wir hin. Haben Sie schon und gesagt. Dann können wir den ganzen Russland-Konflikt voll von der Energiefrage abkoppeln. Herr Sarrazin, die Meinung kennen wir schon. Wir fragen doch jetzt einmal Jan Schäfer, da interessiert er noch mal zusätzlich. Ich glaube auch, das muss man jetzt einmal, also wir sind ja, jeder darf hier seine These mitbringen und deswegen ist es toll, dass Frau Kelle hier auch dabei ist. Und Frau Kelle ging es, so wie ich sie verstanden habe, ja vor allem um die Frage, wie organisieren wir eigentlich für dieses Land, das ja einen immer stärkeren Strombedarf hat mit Sicht auf die nächsten Jahre. Wir wissen von Stahlherstellern, die sagen, wenn sie grünen Stahl erzeugen, dann brauchen sie mit Sicht auf die nächsten 17 Jahre das Fünffache an Strom beispielsweise. Ja. Sie haben das Thema Chemie gesagt. Also unser Stromhunger wächst und wächst und wächst. Und ich glaube, das, was Sie ja sagen wollten, war ja eigentlich die Frage, wie befriedigen wir eigentlich diesen Stromhunger? Machen wir das, indem wir unser Land zukleistern mit Windradanlagen und Solaranlagen, die besonders gut im Winter funktionieren? Ja. Oder machen wir das beispielsweise auch mit CO2? Und darüber reden wir. Wir reden über die Frage natürlich Kosten. Das ist richtig. Wenn ich das immer richtig verstanden habe, ging es vor allem darum, dass CO2 nicht aus der Luft zu bekommen, aber deutlich weniger CO2 zu produzieren. So habe ich die Grünen immer verstanden, so habe ich auch die SPD immer verstanden, viele andere Umweltschützer. Das mag alles gut und richtig sein. Wenn dem so ist, dann glaube ich, dann kommt Frau Kelle auch ins Spiel mit ihren Kernkraftwerken, dann ist doch eine nahezu CO2-neutrale Produktion von Energie erstmal ein Segen. Und dann muss man die Kostenfrage stellen, das ist vollkommen richtig. Die Sicherheitsfrage muss man auch stellen, aber dann sind wir die bei dem Punkt, ist ja solange es keine Speicher für Sonne und Solar, also Solarenergie und Windanlagen gibt, dass wir das, was wir im Sommer beispielsweise produzieren, im Winter drauf nutzen können, was ja toll wäre. Solange es das nicht gibt, brauchen wir andere Energieträger. Und da kommt die Kernkraft. Aber Habeck hat ja sogar ein Kinderbuch über Blackouts geschrieben. Frau Kelle, ist es vielleicht ein feuchter Traum der Grünen, dass die Blackouts kommen? Mit interessanten Szenen, was man den Kindern erzählt. Also das ist ja schon die Frage, die man sich manchmal stellt.
Ja gut, also ich sagen, wir haben ja offen bei den Grünen Leute, die davon träumen, dass wir ja tatsächlich diese Deindustrialisierung vorantreiben. Die sagen, Wachstum ist schlecht, wir müssen runterfahren, wir müssen im Prinzip sozusagen wieder zurück in die Höhlen. Ich glaube, dann sind sie zufrieden, irgendwie, wenn wir das nächste Kinderbuch machen, irgendwie wie kleine Lara in der Höhle sitzt mit ihrer Kerze. Aber der Rest der Welt wird halt anders weiterleben. Und mir fehlt eben tatsächlich hier dieses Eingeständnis auch der Grünen, das ja auch völlig an der Zeit vorbei ist. Also auch Europa, auf europäischer Ebene ist die Kernkraft jetzt quasi sogar als grüne Energie eingestuft worden. Da sind sie kurz durchgedreht, weil sie es einfach nicht wahrhaben wollen. Also ich erlebe tatsächlich ein Land, das einfach nicht über seinen eigenen Schatten springen will, weil dieses Atomkraft-Nein-Danke ist irgendwie so verankert und dass das alles gefährlich ist. Dabei haben wir sind niemals aus der Atomkraft ausgestiegen. Und das ist einfach eine Lüge. Ich finde, es ist an der Zeit, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Wir sind nie ausgestiegen. Wir haben den Atomstrom anschließend gekauft von schlechteren und unsicheren Atomkraftwerken aus Frankreich, aus Tschechien. Wir haben bei den Nachbarn eingekauft. Wären wir wirklich vor 10 Jahren aus der Atomkraft ausgestiegen, hätten wir vor 10 Jahren das Desaster von heute mit den Preisen schon gehabt. Und dann hätten die Leute realistisch gesehen, was es wirklich kostet, aus der Atomkraft auszusteigen. Und dann wäre die Atomkraft ist aber auch nicht günstig. Ja. Also das ist ein Armmärchen. Ja, aber der Rest der Welt zählt. Also wie soll ich sagen, natürlich irgendwie können sie auch Atomstrom nicht kostenlos produzieren. Ich sage nur, wir werden viel mehr Strom brauchen. Sie sagen das noch viel mehr als jetzt. Und in dieser Situation mit einer Regierung konfrontiert zu sein, die allen Ernstes mitten in dieser Krise sich nicht durchringen kann, auch nur die letzten 3 weiterlaufen zu lassen, das ist einfach nicht mehr erklärbar. Ja, also das ist fahrlässig. Das ist absolut fahrlässig. Das ist schädlich für das eigene Volk. Und die Ironie der Geschichte ist ja, Frau Kelle, dass Robert Habeck inständig darauf hofft, dass in Frankreich die Kernkraftwerke, die jetzt gerade weiterlaufen, damit wir das kaufen können. Ja. Das ist er hofft auf Netzstabilität, nimmt Frankreich rein und will, dass die französischen Kernkraftwerke, die einen anderen Sicherheitsstandard haben als die deutschen, will, dass die laufen, um die 3 Meiler hier abzuschießen. Also mehr Schizophrenie geht nicht. Damit bin ich angetreten. Damit sind Sie wieder beim Russlandkrieg. Damit bin ich bei einer selbstschädigen Politik, die einfach hochgradig schizophren ist und aus der wir besser mal aussteigen. Das ist ja mein Plädoyer hier gewesen. Was sonst noch falsch läuft, darüber sprechen wir nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Also da kann ich ja Herrn Lauterbach auch nicht ernst nehmen als sogenannten Experten. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Viertel nach 8, 5 Köpfe, 5 Meinungen. Jeder von uns hat ein Thema mitgebracht, das ihn bewegt, ärgert, freut oder schockiert. So nicht Privatjet, Uschi. Herr Jörges, wir wetten. Okay. Aber niemand von den politischen Parteien traut sich zu sagen, ja, das wollen wir. Einfach nur Freiheit. Diese Grün-Roten stehen da und führen hochtrabende Debatten über die Rettung des Weltklimas und um die Füße rum wuseln die Ratten. Das Thema ist viel zu wichtig, um es nur der AfD zu überlassen. Lass den Leuten nochmal den Spaß. Wir sehen da etwas, was eigentlich fatal ist in der Politik. Bei den Journalisten, deren Job ist es doch gerade, abweichende Meinungen zu finden. Und sie sollen den doch auch richtig doof finden. Die Gesellschaft macht das quasi zum Manko. Vielleicht einmal kurz Ansatz aufhören, das wäre ganz nett. Ach, das sind irgendwelche Anorak-Träger aus Buxtehude, die das gucken und so. Ich habe meinen Beifall und meine Lache immer bekommen. Wer kümmert sich darum? Niemand. Das ist Berlin. Man muss da ganz klar jetzt mal auch drüber sprechen, dass es einfach nicht fair ist und nicht richtig. Das ist die Aufgabe von Journalismus einfach, die Verlautbarung der Politik zu hinterfragen. Wir sind zurück und gehen direkt weiter zu Jan Schäfer und seiner These, seinem Aufreger des Tages. Ja, und das ist gar kein Aufreger eigentlich, das ist ein Vergleich, den ich machen möchte heute. Heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch, das ist kein Wunder, aber morgen wird im Bundeskabinett etwas entschieden, was von großer Bedeutung ist, von großer Reichweite. Nämlich ein Gesetz, in dem Hartz IV de facto abgeschafft wird und als Nachfolger das Bürgergeld auf den Weg gebracht wird. Das klingt erstmal wunderbar, aber mit dieser Entscheidung sind einige Dinge, hängen damit zusammen, die ein paar Änderungen bedeuten. Eine entscheidende Änderung ist, dass die Sätze für Hartz IV, dann für das Bürgergeld, deutlich ansteigen. Wenn man das einmal durchrechnet, dann, das ist der Vergleich, kommt man doch auf ganz interessante Zahlen.
Wir nehmen eine vierköpfige Familie, die von Hartz IV lebt, was bitter genug ist, das möchte ich einmal vorausschicken, und stellen fest, dass sie mit ihren Hartz IV-Sätzen für die beiden Ehepartner und die beiden Kinder auf fast 2.000 Euro kommt, ungefähr 1.700, 1.800 Euro. Dann übernimmt der Staat, die Jobcenter, die Mietzahlung, nehmen wir mal an, 400, 500 Euro. Dann kommen noch 100 Euro Heizkosten überdrauf, die auch die Allgemeinheit übernimmt. Sozialbeiträge werden ebenfalls bezahlt. Das heißt, wir reden eigentlich über einen Geldbetrag von rund 2.500 Euro, die dieser Familie von den Beitragszahlern erstmal zugeschoben wird. So, und dann reden wir über Menschen, die hart arbeiten, die täglich früh aufstehen. Ein Maler beispielsweise, der im Durchschnitt 2.500 brutto in Deutschland verdient. Noch Abzüge hat natürlich, ganz klar. Wenn der Alleinverdiener einer vierköpfigen Familie ist, dann gibt es natürlich auch noch Kindergeld, das ist klar. Aber der kommt auf gar nicht so viel mehr als diese vierköpfige Hartz-IV-Familie. Nehmen wir ein Friseur-Ehepaar beispielsweise. Der Friseurlohn im Durchschnitt liegt bei ungefähr 1.700, 1.800 Euro brutto. Da gibt es wenig Abzüge, aber am Ende muss man sagen, diese Menschen arbeiten wahnsinnig hart, müssen ihre Miete bezahlen, müssen die steigenden Heizkosten selbst bezahlen, steigende Sozialversicherungsbeiträge, und fragen sich mutmaßlich am Ende des Monats, wieso habe ich eigentlich kaum mehr als mein Nachbar, der gar nicht arbeiten geht. Deshalb mein großes Plädoyer: Diese Reform, die da ansteht, die muss noch mal durch den Bundestag, die muss noch mal ordentlich geschüttelt und gerührt werden. Denn eins ist klar, der, der arbeitet, darf nicht weniger haben als der, der nicht arbeitet, darf nicht der Dumme am Ende sein. Frau Guru, würden Sie mitgehen? Wie sehen Sie das mit dem Bürgergeld? Also diese Frage des Lohnabstandsniveaus, so haben wir das ja früher diskutiert, ist ja scheinbar eine alte. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es sowieso nicht schön ist, auf Hartz IV zu sein. Also die Sätze, die ja gezahlt werden, sind offensichtlich ja sowieso sehr, sehr, sehr niedrig. Ja, insofern ist schon mal die Frage, wie kann man überhaupt damit umgehen? Aber wir können das auch zurückkoppeln an die Diskussion, die wir hatten. Wenn wir eine Industrie erhalten, das ist ja im Prinzip ja eigentlich immer der FDP-Talk, ja, dann haben wir genug Arbeitsplätze, dann haben wir das Problem der Arbeitslosigkeit nicht, dann haben wir das Hartz-IV-Problem. Wir haben so viele Arbeitsplätze offen. Also wir haben, ich glaube, 590.000 Arbeitsplätze, sind gerade offene Stellen in Deutschland. Also es gibt genügend offene Stellen. Das ist nicht gerade, dass wir ein Problem mit den Arbeitsplätzen haben. Ja, aber haben. Die Arbeitsplätze ist ja immer die Frage sozusagen, wie ist der Arbeitsmarkt und was sind die offenen Stellen und wie sind die Qualifizierungen für diesen Arbeitsmarkt. Ja, und dann ist immer das Frage, ist immer die Frage des unteren Segmentes, wo die Leute eben nicht qualifiziert genug sind, und da entstehen die Probleme. Also besonders Restaurants suchen gerade händeringend. Absolut, ja. Alle genau. Besonders. Aber also, wir haben gerade nicht das Problem. Also ich würde sagen, wir sind gerade eher ein Arbeitnehmermarkt als ein Arbeitgebermarkt, wenn man sich die Zahlen der freien Arbeitsplätze in Deutschland anschaut. Es gibt jetzt sogar schon an Bahnhöfen Buchhandlungen, die früher schließen, weil sie kein Personal haben. Restaurants, die früher dicht machen. Paketfahrer werden gesucht. Ganz, ganz viele. Ich denke, dass man gerade doch sagen muss oder sehen muss, die Jobs sind da. Wir kriegen die Leute nur nicht rein. Ja, aber dann ist tatsächlich die Frage, und das muss ja diskutiert werden, ja, was sind das für Jobs, wie werden sie bezahlt? Also ich möchte kein Paketbote sein, ja, denn wir wissen ja aus allen möglichen Dokumentationen, dass diese Leute fast zu unterirdischen Bedingungen arbeiten. Sie würden dann lieber das Bürgergeld bekommen. Ich will überhaupt gar nicht, sondern die Frage ist, wie kriegen wir eine faire, gerechte Gesellschaft, in der das nicht passiert, was Sie beschreiben, ja, also dass das Lohnabstandsniveau nicht gewahrt ist, aber wie kriegen wir Jobs, von denen man leben kann, und Jobs, die nicht tatsächlich am Rande der Ausbeutung sind? Die Frage ist, wie bekommen wir Leute, die arbeiten können, dazu, dass sie wirklich arbeiten? Mhm. Weil ehrlich gesagt, ich nicht einsehe, warum eigentlich ich Leute mitfinanzieren soll, die arbeiten könnten, die aber einfach nur deswegen nicht sich wirklich ernsthaft um einen Job bemühen oder sagen, der Job ist unter meiner Würde. Und einfach unser Geld, unser aller Geld nehmen. Moment. Nein, lassen Sie mich ausreden. Ich finde, das ist unsozial. Das, was wir da tun, ist ja unsozial. Weil erstens mal gibt es keinen Anreiz, sich selbst auch aus dieser Misere herauszuarbeiten, was ja auch für jeden Menschen, glaube ich, etwas ist, was auch für die Würde des Menschen wirklich wichtig ist. Dass man sich selbst ernähren kann, dass man nicht abhängig ist von anderen Menschen. Ja. Das ist eine wichtige Sache, und das ist auch ein gutes Beispiel. Also ich sage, wir sehen auch, dass wir ja inzwischen über Generationen übergreifend, dass ja weitergereicht wird. Eltern, die von Sozialhilfe leben, geben dieses Lebensmodell an ihre Kinder weiter. Das heißt, wir schaffen Dynastie. Frau Kelle, also weiter für Sanktionen bei Hartz IV beispielsweise als ein Mittel. Absolut, weil wir erhöhen gerade. Ja. Wir sind quasi eigentlich auf dem Weg zu einem versteckten, bedingungslosen Grundeinkommen. Und das ist der falsche Anreiz. Wir sind in Europa immer stolz darauf gewesen, im Unterschied zum Beispiel zu den Vereinigten Staaten, dass wir hier etwas haben, wir ein Sozialsystem
Sozialmodell oder Sozialmodelle. Wir haben immer geredet, ganz egal, ob es Gewerkschaftspolitik war, in der Sozialdemokratie, auch in der christlichen Soziallehre, dass wir hier Arbeit haben, dass es selbstständig ist, um Würde geht, aber dass diese Jobs nicht am Rande der Ausbeutung sind. Ja? Und das verhandeln wir jetzt hier in diesen neuen Jobs, ich habe eben schon gesagt, der Paketbote, wo die Arbeitsbedingungen und so weiter höchst fragwürdig sind. Aber und die Frage ist, ob wir das anders diskutieren können. Ich bin absolut bei Ihnen, es muss ein Lohnabstandsgebot geben. Ich bin absolut bei Ihnen, man muss eigentlich selbstverantwortlich für sein Leben arbeiten. Wir müssen beim Lohn immer gucken, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil Sie das auch nochmal sagten, man muss von seinen, das ist ein geflügelter Spruch auch in der Sozialdemokratie, man muss von seiner eigenen Hände Arbeit leben können. Das ist alles richtig. Dieses Land entwickelt sich weiter. Wir arbeiten nicht mehr mit Rauchzeichen, wenn wir irgendwas in die Welt schicken wollen, sondern haben ganz moderne Telefone. Das bedeutet auch, dass Löhne steigen in Jobs, an denen man, die sehr produktiv sind. Wenn ich nichts gelernt habe, das muss man einfach dann auch so sagen, und einen Job machen muss, den jeder machen kann, weil er keine Qualifikation bedarf, dann kann ich nicht erwarten, dass ich das Gleiche verdiene wie jemand, der top ausgebildet ist. Und in der Debatte um die Frage, man muss von seiner eigenen Hände Arbeit leben können, muss, glaube ich, immer die Frage gestellt werden, was hast du denn gelernt? Was hast du denn gelernt, was dich besonders... Wer hat Chancen, Chancengerechtigkeit und so weiter? Wer hat Bildung, wer hat Chancengerechtigkeit, wer kommt noch an die Schulen, wo sind die guten Schulen und so weiter? Da sind wir bei ganz anderen Themen. Ja? Diese Themen sind längst, da können Sie doch einmal durch die Republik gehen, da sind die reichen Viertel, die armen Viertel. Sie haben arme Menschen, die ihre Kinder zur Schule schicken. Sie haben arme Menschen, die dafür sorgen, dass ihre Kinder was lernen, damit sie es mal besser haben, als sie es selber haben. Und sie haben arme Menschen, die sagen, so lebt man wunderbar vom Staat und du musst gar nicht viel tun. Wir hatten in den 70er Jahren weniger Kinder in Armut, als die Bundesrepublik noch nicht so reich war wie heute. Aber wir haben heute deutlich mehr Kinder in Armut als heute. Ist die Frage, haben wir ein Verteilungsproblem oder haben wir ein Chancengerechtigkeitsproblem? Wir haben ein Anstrengungsproblem. Das ist ein statistischer Irrtum. Das ist ein statistischer Irrtum, das ergibt sich nämlich aus der OECD-Armutsdefinition. Aber Armut ist was anderes. Da die Menschen, auch die Kinder der Armen, sind heute absolut erheblich reicher als in den 70er Jahren. Das ergibt sich nur aus dem relativen Armutsbegriff der OECD, nämlich jeder, der also weniger als 60% des mittleren Einkommens hat. Da gibt es auch so. Das ist eine völlig absurde Definition. Und auf die sollte man nicht abfahren. Wir sind angetreten mit Lohnabstandsgebot. Fangen wir erstmal ganz unten an. Ich bin dafür und ausdrücklich, dass niemand hungern soll, niemand frieren soll, niemand notleiden soll und alle eine vernünftige Wohnung haben sollen. Ich bin dafür, dass Hartz-IV-Empfänger, welche Kinder haben, so viel Geld haben für ihre Kinder, dass sie diese Kinder vernünftig anziehen und würdig zur Schule schicken können. Ich bin allerdings auch dafür, dass man die Probleme deutlich anspricht und es geht gar nicht anders, wenn man nach Neukölln geht, eben in zahlreichen Klassen, da die Hälfte der Kinder ohne Frühstück in die Schule kommt. Nicht, weil die Eltern nicht das Geld hätten, sondern weil die Eltern zu faul sind, aufzustehen, um das Frühstück zu machen. Das heißt, wir können die Frage des Umfangs von Hartz IV für Erwerbsfähige nicht trennen von den sozialen Verhältnissen. Wir können sie auch nicht trennen von der Frage, dass diese Gruppe eben auch teilweise bestimmte Defizite, bestimmte persönliche oder Bildungsdefizite hat. Daran muss man immer arbeiten. Da muss man vor allen Dingen daran arbeiten, dass man was für die Kinder tut. Denn bei den Eltern ist es schwer. So. Dann haben wir die nächste Frage, haben wir die des Lohnabstandsgebots. Herr Sarrazin, Sie müssen auf den Punkt kommen. Das ist ja ein schnelles Format. Die Frage ist doch, warum sind wir als Bundesrepublik heute so viel reicher, mit viel mehr Bildungsangeboten, mit viel mehr was auch immer. Ja, wir sind ja gewachsen, haben uns als Gesellschaft entwickelt und haben trotzdem dieses Problem der Chancenungerechtigkeit in verstärkter Form und eine Ungleichheit, die wir ganz, alle ganz viele Sachen sagen. Wir sind uns ich rede nicht von Chancenungerechtigkeit, ich rede von Tatsachen. So, und deswegen haben wir das Problem. Deswegen was haben wir sind beide Redekarten in Gold und verteidigt? Das, da was so Sie viele beschreiben, bildet doch nur ein gesellschaftliches Problem ab, das wir nicht lösen können. Nämlich, dass wir sehr viele Leute haben, die sagen... Doch, wir können es lösen. Ich lasse Sie ausreden, aber dann sage ich Ihnen, wie wir es lösen. Was ich sagen will, ist, es gibt offensichtlich sehr viele Jobs, die keiner machen will, weil sie auch am Rande der Unzumutbarkeit sind. Deswegen beschreiben Sie das Problem und wir haben dieses Problem. Aber Frau Gros, hier jetzt mal jetzt Frage. Ist es denn zumutbar, dass die Steuerzahler für jemanden mitbezahlen, weil die Berufe unzumutbar sind? Und wir müssen aufpassen, dass wir gewisse Dinge nicht durcheinander bringen. Also erstmal gibt es Menschen, die sind in Hartz IV, weil es einfach persönliche Schicksale sind. Und das ist ganz bedauerlich. Und die verdienen, die unterstützen.
Unterstützung. Und es gibt Menschen, die in Hartz IV sind und beispielsweise nebenbei noch arbeiten, also offenbar arbeiten können, die sich das als Hängematte schön bequem gemacht haben. Und bei den Menschen kann man doch nicht sagen, es gibt Jobs, die uns zumutbar sind. Die gibt es in Deutschland nicht. Da wird es genug Schutz geben. Sie wissen das ganz genau. Arbeitsschutz, alles und so weiter und so fort. Das sind zum Teil nicht Jobs, die vergnügungssteuerpflichtig sind. Das mag sein. Aber was ist denn bitte an einem Job, wenn man kellnert, besonders schlimm? Das ist ein Job, der Spaß macht. Da macht man anderen Menschen Freude. Dass der anstrengend ist, keine Frage. Es gibt ganz, ganz viele Jobs in diesem Land, die anstrengend sind. Der Punkt ist der, dass ganz, ganz viele Menschen sich täglich anstrengen und denjenigen etwas zahlen, die sich nicht anstrengen. Und die einfach sagen, mir ist das eigentlich zu doof, morgens aufzustehen, 3 Uhr zum Bäcker, das ist immer zu blöd. Das ist doch der Punkt. Lassen Sie uns das bitte von der Seite diskutieren, denn alles andere ist unsozial. So wie Sie argumentieren, ist es unsozial. Ich habe gesagt, die soziale, also sozial wäre auf jeden Fall, dass wir die Industrie nicht deindustrialisieren, weil nur wenn wir Jobs haben, können wir angemessene Arbeitsverhältnisse schaffen. Das war immer so, wie wir das in dieser Bundesrepublik verhandelt haben. Und dann sind wir eigentlich so wieder beim ersten Thema, warum wir jetzt so großartig desindustrialisieren. Aber wenn wir das alles einpreisen, also Algorithmen und so weiter. Digitalisierung die Jobs der haben Gesellschaft. Wir ja das heißt, dass sich die Jobs extrem auch verändern, dass wir die ganzen Roboter, Algorithmen und Frau so weiter. Frau aktuell haben wir diese Jobs. Also wir haben wirklich einen, wir haben, es gibt wir haben einen Höchststand eigentlich fast in der Jobvergabe. So, aber es scheint ja nicht zu passen, dass die Leute, die bei Hartz IV sind, sei es, dass sie krank sind, dass sie vielleicht mit 60 nicht kellnern können, was auch immer. Aber ich weigere mich zu akzeptieren, dass alle, die auf Hartz IV sind, das haben Sie eben unterschieden, aber dass das nur die Hängematte ist, weil man nicht anders kann. Ich glaube, wir müssen ganz anders ansetzen. Es sind liegt an Qualifizierung, also, Bildung und so weiter. Finden Sie es also gut, dass die Sanktionen für Hartz IV abgeschafft wurden? Ich glaube erstmal, dass wir uns langsam da hineindenken müssen, dass wir jetzt von der Industriegesellschaft... Denn die Frage müssen Sie mir beantworten, Frau Groß. Aber sind Sie für die Abschaffung der Sanktionen oder der Hartz IV-Sanktionen, ja oder nein? Das ist eine einfache Frage. Ich bin dafür, dass wir darüber nachdenken, was ist eigentlich der Arbeitsbegriff morgen? Ich bin dafür, dass wir darüber nachdenken. Nein. Sind Sie dafür oder nicht für die Abschaffung der Sanktionen? Ich bin überhaupt nicht für die Abschaffung von sozialer Grundsicherung. Dass Hartz IV missbraucht wird oder wollen wir es nicht verhindern? Ich glaube, dass der Missbrauch von Hartz IV nicht in diesen Dimensionen ist, wie er diskutiert wird, weil das auch immer so ein Echauffierthema ist, die arbeiten nicht, da sind die faulen und so weiter. Wenn man sich die Zahlen genauer anguckt, sind es ganz viele Leute, die einfach nicht anders können, die wir über verschiedene gesellschaftliche Prozesse in diese Situation getrieben haben. Dass die da sind, ist sehr bedauerlich, aber ich weigere mich, diesen pauschalen Vorteil zu machen, dass das einfach die Faulen sind, wir müssen die zum Arbeiten kommen. Ich glaube, wir haben große gesellschaftliche Probleme. Niemand hier in dieser Runde hat pauschal geurteilt. Im Gegenteil, Herr Schäfer hat auch sehr differenziert das aufgesplittet. Aber wir kommen nicht drum herum, einfach festzustellen, dass man fast sagen kann, diese 70 Jahre Wohlstand in unserem Land haben dazu geführt, dass selbst die Sozialleistungen zu viel geworden sind und damit ein anderer... Es geht doch um ganz andere Dinge. Ich möchte jetzt auch einen Satz sagen. Und dass wir quasi immer mehr Menschen haben, die in Abhängigkeit vom Staat leben und nicht mehr Eigeninitiative entwickeln und das auch über Generationen hinweg. Das ist ein wachsendes Problem, vor allen Dingen in Großstädten. Und dieses Problem wird nicht dadurch gelöst, dass wir die Sozialleistungen erhöhen, sondern nur, indem wir sie absenken, indem wir den Anreiz schaffen, gerade auch für junge Leute, dass sie ihren ersten Job aufnehmen. Ich habe Kinder auch jenseits der 20. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was los wäre, wenn mein 21-Jähriger irgendwie vom Staat angeboten bekommt, du brauchst überhaupt nichts tun und bekommst dasselbe Geld darum oder sogar doch mehr. Doch, genau darum geht es. Wir sind die in Frage massiven nämlich, gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Wie bekommen Sie Menschen und wie bekommen Sie junge Leute dazu, dass sie Anstrengungen auf sich nehmen und die Verantwortung für ihr Leben selbst tragen? Und das bekommen Sie nicht, indem Sie ihnen sagen, wenn du nicht arbeiten willst oder wenn das unter deiner Würde ist, weil du meinst, du müsstest was Höhergestelltes haben, dann nimmst du eben Sozialleistungen davon in Anspruch. Davon redet doch niemand. Wir kommen inzwischen in einen Summenbereich, wo es sich schlicht nicht mehr lohnt, arbeiten zu gehen und wo diese Rechnung immer mehr Menschen aufmachen, dass sie sagen, ich bin doch nicht blöd. Warum soll ich das machen? Ich mache lieber schwarz noch etwas nebenher, habe am Schluss, am Ende des Monats mehr. Das ist eine gängige Rechnung. Und sie können nicht sozusagen nur vom Guten des Menschen ausgehen, sondern die Menschen rechnen einfach und sie nehmen mit, was wir ihnen geben. Und wenn sie einen Anreiz setzen wollen, dass die Menschen sich selber versorgen, dann geht das eben nur mit weniger Sozialleistungen. Da bin ich en Detail bei Ihnen. Trotzdem reden wir über ganz andere Dinge. Wir reden über eine kolossale Umformung der Gesellschaft, über Transformationsprozesse, über Hat's Robotik immer gegeben. Und so weiter. Hat's auch gegeben, aber, nur von der Gegenwart. Aber die Frage ist, welche Jobs sind da noch da? Wer ist qualifiziert für diese Jobs? Und was kann man mit diesen Im Jobs verdienen? Im Moment haben wir eine Menge Jobs offen und keiner will sie machen. Deswegen geht es um Fragen wie das Bildung. Es geht um Fragen, wie ist eigentlich der ökonomische Unterbau in der Gesellschaft von morgen, in der wir leben wollen. Und da müssen wir uns doch auch mal verabschieden von klassischen Modellen.
formellen, klassischen Begriffen von Arbeit und von was auch immer. Die großen Fragen können wir heute nicht mehr beantworten, weil wir sind am Ende der Sendung schon angekommen. Das war heute sehr leidenschaftlich. Vielen Dank an meine Gäste, besonders an Frau Gero. Es ist nicht immer einfach, einen Standpunkt alleine zu verteidigen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen Abend. Schalten Sie gerne ein. Tschüss.